Einen schönen guten Tag. Wir machen weiter mit dem Silbermondstück Jahr Takt 21. Wir sortieren ein D-Moll-Akkord, dann kommt ein Sus-Akkord, B-Sus 2 und ein F-Dur-Akkord. Um diese drei Akkorde soll es jetzt erstmal gehen. So, und jetzt nehmen wir uns viel Zeit und spielen erstmal nur die ersten vier Achtel. Ich zähle mal vor. 3 und 4 und 1 und 2 und. Ja? Und wie wir das jetzt schon oft gemacht haben, spielen wir das jetzt dreimal hintereinander. Ich mache es wirklich mal so vor. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und nochmal eine dritte Runde. Ja? Okay, ich zähle vor. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, gleich mit der linken Hand dazu. Nochmal das gleiche Spiel. Und 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und danach kommt dieser Sus-Akkord ja nochmal. Ja, wir haben Ähnliches ja schon mit dem Takt 23 gemacht. Wieder dreimal hintereinander. Wir spielen 1 und 2 und 3 und. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um wieder eine zweite und eine dritte Runde zu machen. Ohne die linke Hand. Ich zähle 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Wieder mit der linken Hand. Die Zählzeit 4 und 4 und, die lassen wir erstmal außer Acht. So geht's also los. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, und jetzt konzentrieren wir uns wieder nur auf die rechte Hand und nehmen die Zählzeit 4 und auch noch mit und bleiben dann auf der 4 und stehen. Ich mache wieder vor. 1 und 2 und 3 und 4 und. Okay? Wenn es zu schnell gewesen sein sollte, mache ich es nochmal. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und auch das machen wir dreimal hintereinander und wir nehmen uns dann einen ganzen Takt Pause, Zeit, um dann wieder zu starten. Also ich mache es auch hier nochmal vor. Es geht also los. Und 1 und 2 und 3 und 4 und. Alles klar? Okay, also wir zusammen. Ich zähle 3 und 4 und 1 und 2 und 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 3 und 4 und 1 und so weiter. Okay, das wird gleich mit der linken Hand nicht ganz so einfach. Die lassen wir jetzt erstmal ein bisschen weg. Und wir üben jetzt den Übergang zwischen zwei Akkorden, beides F-Dur. Also wir hatten jetzt am Ende gespielt A, C, F, das ist ein F-Dur-Akkord. Und auf der Zählzeit 3 und 4 fassen wir alles zusammen. Vier verschiedene Töne, A, C, F und oben nochmal ein A. Ja? Die fassen wir alle vier zusammen und wechseln erstmal ein bisschen hier. 1, 2, 5 und jetzt 1, 2, 4, 5. Dass ihr das ein bisschen in eure Pranken kriegt. So, und dann werden wir spielen
Takt 22, Zählzeit 3 und 4. Erstmal machen wir das so. In Zeitlupe. Ja, lass uns das mehrmals hintereinander machen. Jetzt geht's los und 3 und 4 und nochmal das Gleiche. Immer die Finger auf den Tasten lassen, nicht, dass sie irgendwie abhauen oder so, dann habt ihr ganz schön, müsst ihr ganz schön viel Energie verwenden und das möchten wir nicht, wenn immer der Daumen da rauf und runter sich bewegt. So, jetzt machen wir 2 und 3 und 4 und das wäre so, 2 und 3 und 4 und, okay? 2 und 3 und 4 und. Ja, das macht er ein bisschen für euch allein, gar nicht mit mir zusammen. Und was echt gut wäre, wenn ihr dann Folgendes macht. Ihr startet mit der letzten Achtel in 21. Ja, ihr zählt für euch 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ja, das machen wir jetzt mal zusammen. Also mit diesem 1, 2, 5 geht's los. Achtung, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Okay. Ja, vielleicht zur Abwechslung. Ja, Abwechslung ist gut, zur Sicherheit wollte ich sagen, nochmal, wieder 4 und, Achtung, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, wir kümmern uns jetzt mal um die linke Hand und zwar ab der Zählzeit 4 in Tag 21, die linke Hand spielt 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, wir machen es wieder zusammen. Ab der 4 geht's los. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ruhig nochmal, damit wir richtig super sicher sind in der linken Hand. Und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Okay. So, jetzt spielen wir nur die Zählzeit 3 und 4 und in 22 mit rechts und links. Das wäre dann so. Wahrscheinlich seht ihr jetzt meinen kleinen Finger der linken Hand nicht, aber der ist halt auf dem F. Ja? Okay, also mehrmals diese Stelle machen. Achtung, aufgepasst. Ihr startet jetzt mit der Zählzeit 2 der rechten Hand. So, Zeitlupe, das ist also die dritte Achtel. So, dann kommt ja dieses A und wenn dieses A kommt, habt ihr dieses F in der linken Hand. Und das heißt, ihr macht jetzt Folgendes. 1 und 2 und. Capito, ja, das war jetzt wirklich ziemlich wenig, was ich gespielt habe. 1 und 2 und, ja? Und wenn wir das hingekriegt haben, dann spielen wir 2 und 3 und 4 und das wäre dann so 2 und 3 und 4 und. Ich wiederhole. Ich werde gleich vorzählen. 1 und 2 und 3 und 4 und. So, wir zusammen. Ich zähle 1 und dann geht's los. Achtung. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und nochmal das Gleiche. 1 und 2 und 3 und 4 und. So, wir robben uns nach vorne. Und zwar starten wir jetzt ab der zweiten Achtel in 22, also diesem A und 1 und 2 und, nee, und 2 und 3 und 4 und. So, okay. Also, seid ihr bereit? Da geht's los. Also ab 1 und ich zähle grob.
großzügig vorweg. 4 und 1 und. Das war jetzt nur so ein kleiner Test, ob ihr das gecheckt habt. Und jetzt spielen wir also fast den ganzen Takt 22 mit rechts und links. So. 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Dann muss man sich ganz schön konzentrieren. Ne? Nochmal das Gleiche. Ab diesem A. 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, und jetzt geht's los ab der Zählzeit 1. Das ist ja hier die linke Hand, die hat das F auf der 1. 1 und 2 und 3 und 4 und. So. Es geht los, ich zähle 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Macht das wirklich ziemlich oft und ich glaube, jetzt habt ihr das so richtig gut drin. Hier diese Geschichte, da macht man gerne mal einen falschen Fingersatz und da tut man sich aber überhaupt keinen Gefallen. So, jetzt kommen wir also zur schwierigsten Stelle. Und zwar, es geht um die Stelle 4 und in Takt 21. Ich schlage mal Folgendes vor, wir lassen einmal noch die 2 Achtel in der linken Hand weg und starten ab der 4 und. Ja? Ansonsten spielen wir also diese 4 und dann den ganzen 22er Takt. Das wäre also so. Und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ich hoffe, ihr habt alles kapiert. Also, die rechte Hand startet alleine und ab 22 dann sind alle Hände dabei. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, noch einmal das Gleiche und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Okay. So, und jetzt, das klingt jetzt ein bisschen schräg, weil man sich jetzt so extrem konzentriert auf die Stelle. Dieses F-Dur mit dem D in der linken Hand klingt nicht besonders schön. Nachher wird dieser Ton, weil er unbetont ist, kaum oder diese Dissonanz kaum zu hören sein. Jetzt ja, ja, ich meine, jetzt klingt es wie ein D-Moll-7-Akkord, aber nachher nicht mehr, ja? So, das wird jetzt spannend, wenn ich gleich zähle. 3 und 4 und 1. Vielleicht sollten wir wirklich nur das machen, ne? 3 und 4 und 1. Und wenn wir das mehrmals können, dann können wir wieder ab 4 und spielen plus Takt 22. Das machen wir jetzt zusammen. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und nochmal das Gleiche. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, und jetzt noch eine Achtel vorneweg. Und zwar in der linken Hand. 21. Dieses B, wir spielen, ist irgendwie ein komisches Gefühl. Mehr machen wir nicht. Also wir 3 und 4 und 1. Wir machen es zusammen. 3 und 4 und 1. So, mach das gerne noch ein paar Mal hintereinander und dann können wir jetzt spielen. 21 beginnend ab der Zählzeit 4 in der linken Hand und den ganzen 22er Takt. Und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das könnt ihr auch mehrmals gerne machen. Und wieder kommt eine Achtel vorne weg, nämlich in der rechten Hand, dieser Sus-Akkord. Ja, also wir hatten ja 21 gespielt, 1 und 2 und 3 und. Und da starten wir ab 3 und. 3 und 4 und.
das ist richtig heikel. Da müsst ihr wirklich viel Geduld beweisen. Ich mache es ein bisschen langsamer ab 3 und ohne, dass ihr mitspielt. Also es wäre und 4 und 1. Ich mache es nochmal. Und 4 und 1. Jetzt macht bitte mit. Ab 3 und 2 und 3 und 4 und 1. Nochmal das gleiche. 2 und 3 und 4 und 1. So, wenn ihr das richtig super könnt, dann wieder die ganze Strecke, die folgt. Also, und die Sache hier gut in den Fingern haben. Ab 3 und geht's los. 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ja, wenn ihr das jetzt schon mal hingekriegt habt, dann kann euch fast nichts mehr passieren. Wir machen es noch einmal. Achtung, ab 3 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass ihr jetzt alles hinkriegt. Also, ihr könnt ja mal probieren. Und so weiter, ja? Also, wir werden das jetzt einfach mal mutig testen. 21 auf der 1, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und jetzt habe ich gerade mal ausnahmsweise einen falschen Fingersatz genommen am Ende. Ihr habt das wahrscheinlich gar nicht gesehen. Nochmal 21, 22, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das macht ihr ganz, ganz, ganz oft. Und dann müssten wir noch einmal einen Übergang probieren von 22 nach 3. 20, das ist die Zählzahl 4 von 22. Das ist die Zählzahl 1 von 23. Das ist nicht so ganz einfach, auch vor allen Dingen mit der linken Hand. Ja, in der linken Hand haben wir, wenn ich das mal spiele, Takt 22, 1 und 2 und 3 und 4 und. Da müsst ihr richtig mal auf die linke Hand gucken. Ne? Nochmal mache ich vor. 1 und 2 und 3 und 4 und 1. So, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr alle möglichen Übergänge gespielt habt, Sachen wiederholt habt und jetzt spielen wir tatsächlich mal die ganze Strecke von 21 bis 24 als krönender Abschluss dieser langen Lektion. 3 und 4 und 1 und 2 und 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 3 und 4 und. Ganz schön einiges zu tun. Ne? Nochmal das Gleiche und dann müsst ihr wirklich noch viel Geduld wahrscheinlich beweisen. Und irgendwann kriegt ihr das richtig toll hin. So, also, noch ein letztes Mal. 21, 3 und 4 und 1 und 2 und 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 3 und 4 und. Jetzt habe ich sogar noch ein bisschen den Übergang gemacht zu 25. Also jetzt können wir aber wirklich schon ganz viel von diesem Stück und ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.